Liebe Genossinnen und Genossen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum digitalen 1. Mai 2020 hier im Kanton Solothurn. Digital darum, weil ein kleiner Virus die ganze Welt in Atem hält. Die Auswirkungen sind massiv. Die Wirtschaft steht vor grossen Herausforderungen. Einige Firmen kämpfen ums Überleben, andere, wissen wir, werden den Kampf müssen aufgeben. Bereits ein Drittel von allen Beschäftigten schafft Kurzarbeit. Andere haben Angst um ihre Existenz oder haben ihren Job bereits verloren. Die Aussichten für die nächsten Monate sind nicht rosig. Und umso unverständlicher ist es, dass die Solothurner Regierung diese Woche einen Vorstoss von SP und Gewerkschaften abgelehnt hat, der vorgesehen hat, genau die Leute, die jetzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ausgelöst durch die Corona-Krise, zu unterstützen. Die Corona-Krise zeigt uns aber auch ganz deutlich, dass der 1. Mai wichtiger ist denn je. Weil jetzt gilt es, zusammenzustehen. Solidarität haben wir in den letzten paar Wochen des Öfteren gehört. Doch was ist Solidarität? Solidarität heisst doch, wir müssen näher zusammenstehen. Wir müssen miteinander kämpfen. Wir müssen füreinander da sein. Der Stärkere für den Schwächeren. Der Gesunde für den Kranken. Die Jungen für die Alten und umgekehrt. Nie ist es wichtiger gewesen wie jetzt, dass wir uns an diese Werte erinnern und dass wir das auch durchziehen. Gewerkschaften tun in unserem Kanton vieles unternehmen, damit wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unter die Räder kommen. Denn nebst all diesen Firmen, die das gut machen, gibt es einige Gerissene, die aus dieser Situation Kapital schlagen wollen. Die das System beschissen wollen, die Gunst der Stunde nutzen wollen, um sich persönlich zu bereichern. Und nicht vergessen, all die Herausforderungen, die vor der Corona-Krise bestanden haben, die sind nicht vom Tisch. Klimaerwärmung macht vor dem Coronavirus nicht Halt. Gesamtarbeitsverträge müssen erneuert werden. Da hat es zum Teil Unterbrüche gegeben. Umso mehr müssen wir jetzt Entschlossenheit zeigen, um unsere berechtigten Forderungen durchzusetzen. Gute Arbeitsbedingungen sind essentiell für eine laufende Wirtschaft. Gute Arbeitsbedingungen sind aber auch wichtig, dass wir gut über die Runden kommen und gestärkt aus dieser Krise herausgehen können. Darum, geschätzte Zuschauer, bleiben Sie noch einen Moment dran. Schauen Sie, was unsere Referenten zum heutigen 1. Mai sich für Gedanken gemacht haben, wie dass wir die Krise überstehen und was die nächsten Schritte sind. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen 1. Mai. Frank, was bedeutet für dich der 1. Mai? Der 1. Mai bedeutet mich eigentlich seit ewigen Zeiten, dass das für mich ein Arbeiter- und Kampftag ist. Ich komme aus der ehemaligen DDR, wo regelmäßig jedes Jahr gefeiert worden ist. Wo dann auch keine in der Schule, keine Firma am Arbeiten war. Wir haben uns dann morgens getroffen zur Demonstration, ein feiner Umzug. Und dann hinterher ging das dann in die Fabriken, in die Firmen, wo wir dann schön feiern konnten, mit den Eltern zusammen. Das bedeutet für mich der 1. Mai. Also Folklore. Nein, auf keinen Fall, Gottes Willen. Folklore ist für mich irgendein,
wie das so, welche Feiertage oder sowas, aber das ist für mich eher eine Tradition und mittlerweile in der heutigen Zeit eine Notwendigkeit, damit wir auch wirklich den anderen zeigen können, worum wir kämpfen, wofür wir stehen. Das nichts, also was wirklich ein Muss für mich mittlerweile ist. Und seitdem ich hier in der Schweiz bin und auch in der Unia, gehe ich regelmäßig nach Olden zum 1. Mai und versuche dort mitzudemonstrieren. Und was mich erstaunt, ist, dass eigentlich so wenig Leute dahin kommen, dass da 200, 300 Leute nur mitlaufen und dass dann andere sogar noch sich dagegen deswegen aufregen, dass wir die Straße sperren und demonstrieren für unser, das, was für unsere Errungenschaften. Du sagst, wir müssen kämpfen. Für was müssen wir kämpfen? Wir müssen kämpfen, damit wir unsere Ferien weiter beibehalten können, damit wir den Lohn wenigstens beibehalten können und nicht noch mehr geschrumpft wird als eh schon. Weil die Leistung, die steigt immer mehr, was man im Betrieb pro Stunde machen muss. Aber der Lohn steigt nicht mit, die Nebenkosten steigen zwar, aber für mich, wir müssen wirklich dafür kämpfen, dass das, was errungen worden ist, an Sozialleistungen und alles, dass das auch wirklich weiter beibehalten wird oder weiter ausgebaut werden kann. Wenn man sieht, dass die AHV-Abstimmung zwar knapp verloren, aber dennoch verloren, und jetzt in Corona-Zeiten werden Milliarden zum Teil verschleudert, ohne das, was mal in der AHV gegangen ist. Jetzt ist Geld da, was damals nicht war. Dafür muss gekämpft werden. Du hast vor 2 Jahren deinen Job verloren, hast danach 2 Jahre temporär gearbeitet und hast Ende Jahr wieder den Job verloren. Ja. Was bedeutet das für dich? Ja, das geht im Laufe der Zeit an der Psyche, weil dann ich auch trotzdem weiter Bewerbung schreiben musste. Und dann immer so eine standardisierte Absage bekommen habe, dass dann jemand gefunden worden ist, der immer noch besser auf den Job passt. Obwohl ich Maurer gelernt habe, obwohl ich Lkw-Chauffeur 18 Jahre gewesen bin und auch Berufskraftfahrer gemacht habe und 12 Jahre im Lager gearbeitet habe, meinen Superstaplerschein gemacht habe und trotzdem passe ich nicht. Und natürlich das Finanzielle, weil mittlerweile seit 2 Jahren ich nicht mehr in die Ferien fahren konnte. Und das belastet die Familie genauso wie mich. Hast du das Gefühl, dass die Absagen auch mit deinem Alter zu tun haben? Also ich habe mehrmals schon in der Familie und anderen gesagt, dass das für mich eigentlich der Hauptgrund ist, wegen meinem Alter. Wie gesagt, weil ich jetzt fast 58 bin, und eine Woche nach meinem 55. Geburtstag die Kündigung von meiner Firma, wo ich 7 Jahre gearbeitet habe, bekommen habe. Das ist schon etwas, wo ich mir Gedanken mache. Frank, weshalb bist du Mitglied der Unia? Mitglied bei der Unia bin ich geworden, wo ich bei H&M gearbeitet habe und dann auch Probleme mit dem Arbeitgeber hatte. Und ich dann die Kündigung bekommen hatte von H&M. Und da durch einen Bekannten hatte ich mich dann darauf hingewiesen, dann in Olden bei der Unia mal mit anzurufen und dort mit zu erkundigen. Bis dahin wusste ich gar nicht, was die Unia ist. Hab das dann gemacht und habe mich dann, nachdem ich bei der Unia dann auch eingetreten bin und sich die Unia für mich eingesetzt hat, und die Kündigung sogar zurückgenommen worden ist von H&M, habe ich mich dann immer mehr in der Firma, bei H&M, im Lager in Neuendorf und auch bei der Unia immer mehr engagiert. Würdest du heute den Leuten empfehlen, einer Gewerkschaft beizutreten? Unbedingt, unbedingt. Weil ohne Gewerkschaft geht eigentlich gar nichts mehr, weil dann würden die Arbeitgeber alles Mögliche tun und machen, damit es uns noch schlechter geht. Die ganzen Errungenschaften, was
vor über 100 Jahren im Kampf gewesen ist, wäre alles umsonst gewesen. Solidarität hat heute an dem 1. Mai ganz besondere Bedeutung. Solidarität ist real geworden. Solidarität heisst, dass wir alle einstehen für ein funktionierendes Gesundheitssystem, dass wir alle einstehen für ein funktionierendes Sozialsystem. Wenn wir einst zurückschauen auf die Zeit, werden wir erkennen, wie wichtig es ist, dass wir all die Jahre dafür eingestanden sind, dass wir in der Schweiz die entsprechenden Absicherungen haben und wie wichtig das ist, dass unsere Gesellschaft einen Zusammenhalt hat und dass Arbeitnehmende und Arbeitgebende das gleiche Ziel haben, nämlich dass es allen gut geht und dass wir auch solche Krisen überstehen. Kolleginnen, Kollegen, Genossinnen, Genossen, seit 130 Jahren wird in Solothurn der 1. Mai gefeiert. Also seit dem Jahr 1890. Und das ist das erste Mal, wo der 1. Mai nicht in der Öffentlichkeit gefeiert wird. Das heisst aber nicht, dass uns Themen ausgegangen sind. Denn genau die Corona-Krise zeigt uns auf, wie aktuell unsere Themen sind. Denn nur ein gesunder Staat mit gesunden Finanzen und mit einem starken Service Public kann so eine Krise meistern. Sogar die, die im Staat mit unsinnigen Steuerreformen das Geld entziehen oder ihnen zu Tod sparen, sind jetzt froh, wenn der Staat die schützende Hand über sie hat und dort eingreifen, was nötig ist. Wenn wir uns in der Schweiz Milliardäre leisten können, dann geht es uns gut. Und dann sollen wir doch bei Steuerreformen genau die Leute mit einbeziehen. Denn nur so gibt es gerechte Steuerreformen. Aber nicht erst seit dem Coronavirus haben wir ein Problem. Die Welt ist schon lange in einer Krise und aus dem Gleichgewicht gekommen. Jährlich gibt es Tausende von Toten, die schlichtweg verhungern, solche, die unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden, keinen Zugriff zur Bildung haben und unter katastrophalen Umweltbedingungen zugrunde gehen, in einem unsinnigen Krieg sterben oder zur Flucht gezwungen werden. Wegen ihrer sexuellen Orientierung, ethischer Zugehörigkeit oder politischer Einstellung ausgeschlossen, gemobbt, in die Flucht getrieben oder ermordet werden. Der grösste Teil der Menschheit ist von einem Gesundheitssystem ausgeschlossen, weil sie schlichtweg kein Geld haben. Insbesondere bei uns müssen wir dafür kämpfen, dass eine Zweiklassenmedizin nicht zur Normalität wird. Ebenfalls ist die Gleichstellung der Geschlechter noch stark entwicklungsbedürftig. Gehen wir doch die Themen mit der gleichen Energie und mit dem gleichen Aufwand wie die Corona-Krise ab. Dann bin ich überzeugt, wird die Welt sicher ein Stück besser. Uns gehen die Themen nicht aus. Ich freue mich, liebe Genossinnen und Genossen, euch wieder an einem Fest zu treffen. Zum Beispiel am 12. September auf dem Baumberg. Denn uns Linken zeichnet nicht nur das Kämpfen aus, sondern auch das Festen. Und das vermisse ich insbesondere an dem 1. Mai 2020. Ich wünsche euch einen schönen 1. Mai. Als ich gehört habe, dass an und für sich der 1. Mai auf der Strasse nicht stattfinden kann, ist für mich aber klar, der 1. Mai ist jetzt in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Und ich habe jegliche Anfragen, die irgendwie gekommen sind, ob man dann noch das oder dieses machen könnte, und gesagt, nein, ich mache eine kleine persönliche Demo. Und ich danke und denke an alle die uns jetzt durch die Krise gedreht haben. Und die systemrelevanten Berufe,
Der 1. Mai ist genau für die Leute, die uns jetzt hier erfolgreich aus dieser Krise herausholen. Das fängt unten an, das sind die Menschen, Frauen und Männer, die sich um Kinder kümmern, in der Kita sind, die Frauen und Männer in den Schulen, die ihren Job machen, die Frauen, die wir im Konsum immer und immer wieder Sachen gebracht haben, können fragen, wo ist dieses, wo tagtäglich sich dem aussetzen, wo nicht mit einer Plexiglasscheibe ringsherum herumlaufen können, sondern wo mutig und bewusst und klar anstehen und uns unsere Grundversorgung sichern. Das ist die Logistik, das sind die Pöstlerinnen und Pöstler, die uns Briefe und alles gleich heimbringen, unsere Pakete, die man bestellt hat. Das sind für mich das Pflegepersonal, es nützt nichts, wenn wir nur applaudieren, sondern an die Leute müssen wir am 1. Mai, für die Leute müssen wir jetzt am 1. Mai erst recht einstehen zu Corona-Zeiten. Und das ist wirklich der 1. Mai, der in die Geschichte wird eingehen. Einerseits, weil wir nicht gross auf die Strasse können, aber andererseits, weil er zeigt, wir sind noch nie in diesem Sinne. Es braucht weiterhin den Volleinsatz, weil systemrelevant sind Menschen und nicht Banken. Und systemrelevant sind die Leute, die täglich einen Knochenjob machen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir, dass sie die Löhne, die nicht hoch sind. Das sind die Löhne, die im besten Fall in deinem Job kannst, erfolgreich sein, aber du wirst nicht reich mit diesen Löhnen. Im Gegenteil, einige von denen, ich denke an Leute, an Reinigungspersonal, ich denke auch im Verkauf, im Detailhandel, einige von diesen Personen haben einen Lohn, wo sie am Ende des Monats knapp durchkommen. Und genau dort müssen wir ansetzen, genau dort müssen wir sagen, fette, wir müssen den weiter grossen Einsatz machen, dass wir die Leute können stärken können, die Briefe, die Wertschätzung können geben können, die sie braucht. Und die Wertschätzung geht einfach auch über einen fairen Lohn. Wenn wir uns mal vorstellen, alle diese Briefe, wo wir seit Jahren für Arbeits, für Verbesserungen im Arbeitsrecht vom Putzpersonal, also vom Reinigungspersonal, im Arbeitsrecht vom Verkaufspersonal, im Arbeitsrecht von der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, von den Chauffeuren, wenn wir vom Detailhandel, von den Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern, wenn wir mal uns vorstellen, dass die alle in dieser Krise jetzt nicht geschafft haben, dann sind alle die, die jetzt geschafft haben. Wenn die alle nicht geschafft hätten, dann wäre das System zusammengefallen. Und das merkt man jetzt plötzlich, dass genau die systemrelevant sind. Und dann fängt man an zu applaudieren. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Applaus ist okay. Aber mit dem ist es einfach nicht gemacht. Das hat, und ich habe auch nicht ganz so ein gutes Gefühl gehabt dabei, wenn alle auf dem Balkon gestanden sind. Weil wenn jeder von denen, der jetzt geklatscht hat, nachher dafür sich auch einsetzt, wenn wir kommen mit der Pflegeinitiative, wenn wir kommen mit Arbeitsbedingungsverbesserungen und dort nachher auch ja stimmt, dann haben wir etwas erreicht. Und so Gedanken sind mir durch den Kopf zum ersten Mal. Dass wir in der Schweiz so gut durch die, bis jetzt so gut durch die Krise kommen, das ist einem starken Staat und unserem guten politischen System zu verdanken mit verschiedenen Parteien. Da stehe ich dazu. Aber genau so stehe ich einfach auch dazu, dass es vor allem der sozialdemokratischen Arbeit von den letzten 130 Jahren zu verdanken ist, dass Sätze auch von Bürgerlichen gesagt werden, wie wir wollen niemanden durch die Maschen lockieren. Dass Sätze gesagt werden, wir müssen zu unseren Leuten schauen. Dank der Arbeit, und da bin ich mit vollster Überzeugung von den letzten 130 Jahren Sozialdemokratie, ist es einfach klar, was Gerechtigkeit heisst. Und wir kämpfen dafür, dass wirklich niemand durch die Maschen geht. Und dass wirklich die Leute aus dieser Krise herauskommen. Und hier, mit voller Überzeugung, sage ich, ohne sozialdemokratische Arbeit der letzten Jahre wäre die Schweiz nicht so krisenresistent. Der Coronavirus ist ja, glaube ich, so, dass man nicht, man weiß ja noch nicht viel darüber. Und für das, was man nicht gewusst hat, aber von anderen Ländern erahnen konnte,
oder teilweise schon wissen, hat der Bundesrat grundsätzlich einen guten Job gemacht. Aber auch wieder, und das stehe ich dazu, wieder diejenigen, die am Rand stehen, sonst schon in der Gesellschaft, die hat er nach wie vor vergessen. Ich höre gleichzeitig, dass man Fluggesellschaften unterstützen will, mit über 1 Milliarde. Fluggesellschaften, die Working Poor Löhne zum Teil auszahlen. Fluggesellschaften, die Dividenden gleichzeitig ausschütten. Denen greift man um die Arme. Aber für Armutsbetroffene, das sind immerhin über 600'000 Menschen in der Schweiz und davon über 140'000 betroffene Kinder, dort hat man einfach noch nichts gemacht. Und dort hat man nicht angeschaut, die hat den Bundesrat vergessen. Das muss man so schnell wie möglich korrigieren und ich hoffe, dass der 1. Mai dazu auch beiträgt, dass das flächendeckend in der Schweiz gesagt wird, dass man die Menschen, die am Rand stehen, von unserer Gesellschaft nicht vergisst. Ich bin Gott froh, dass die Schulen wieder aufgehen. Es braucht aber zur Umsetzung zusätzliche Ressourcen. Wir Lehrerinnen und Lehrer, wir können das. Wir wissen, wie die Kleingruppen unterrichten. Wir wissen, wie die Hygienemassnahmen sind. Wir werden die so gut wie es geht, werden wir die können umsetzen. Wir werden die Kinder sicher und gut können. Aber wir müssen in Kleingruppen arbeiten können und dazu braucht es zusätzliche Ressourcen. Einerseits zusätzliche Hänge, die man zum Beispiel über Zivildienstleistende könnte bringen, aber andererseits auch einfach zusätzliches Geld. Und ich hoffe, dass die Politik das erkannt. Denn wenn wir das nicht haben, geht die Schere noch mehr auf zwischen bildungsfernen und bildungsnahen Familien. Die ist jetzt aufgegangen, die Schere durch. Mit jeder Woche, wo die Schule zu uns war, sind Kinder aus bildungsfernen System sind einfach benachteiligt gewesen. Und um das, die Schere wieder zubringen können, da brauchen wir zusätzliche Ressourcen und da brauchen wir Unterstützung. Und da erwarte ich von der Politik, dass sie uns die geben und uns vertrauen, dass wir das nicht für uns machen, sondern wirklich fürs Kind. Und das braucht es jetzt, wenn wir nicht Langzeitschäden grundsätzlich haben wollen, sondern wenn wir die Chancengerechtigkeit ernst nehmen wollen, die sich alle Parteien auf die Fahne schreiben, dann müssen sie jetzt auf die Lehrerinnen und auf die Lehrer hören und unsere Forderungen wahrnehmen. Noch ein Wort zu den Kitas. Überhaupt zu den Kinderbetreuung, zu der familienergänzenden Kinderbetreuung. Wir haben jetzt gesehen, ob Homeoffice oder nicht. Damit die Leute arbeiten können, müssen wir gute Konzepte haben. Und zwar auch von Herbertswil bis in Buchiberg und von Grenchen bis auf Olten. Und das kann man nicht einfach den Gemeinden überlassen, weil man oder weil man nicht. Da braucht es eine Verpflichtung. Und ich finde es ganz wichtig, dass man den Regierungsrat in den Kantonen, aber eigentlich auch der Bund, beauftragen, Gesetze so anzupassen, dass man wirklich verpflichten kann, dass man schaut, dass die Kinderbetreuung wirklich garantiert ist. Und zwar zu Preisen, wo auch die Leute sich eine gute Kinderbetreuung können leisten können, die knapp am Ende des Monats noch von ihrem Lohn leben können. Und da braucht es jetzt etwas, da muss die Politik handeln. Es ist wirklich wichtig, dass man die Anpassungen macht, dass man Gemeinden kann verpflichten kann. Eine Gemeinde kann nicht einfach sagen, wir wollen nichts mehr machen und dafür in einer nächsten Krise, und es wird es sicher wieder geben, einfach nachher die hohle Hand machen. Es braucht jetzt im Bereich Kinder- und familienergänzende Betreuung braucht es jetzt Verpflichtungen. Man sieht jetzt, wie wichtig es ist, dass man einen starken und gerechten Staat hat. Und mit einem guten politischen System haben wir auch in kürzester Zeit hat der Bundesrat und der Regierungsrat in den Kantonen können agieren. Aber ganz ehrlich, ohne den Einsatz von der Gewerkschaften wäre der Staat einfach nicht so stark. Ohne den Einsatz
von uns Gewerkschaften, wo wir anstehen und aushandeln und immer wieder die Schuhe vor Corona hatten, wäre während Corona einfach nicht so viel rum. Und das sage ich aus voller Inbrunst und mit voller Überzeugung. Dank der Organisation der Gewerkschaften können wir Forderungen stellen und werden wir auch ernst genommen, weil wir die Fachleute sind für die Arbeit und nicht die Fachleute für das Kapital. Wir sind die Fachleute für das, was es braucht, damit in einem Krisensystem nicht zusammengeht. Und da braucht es Solidarität und ich hoffe sehr, dass die Wohnerinnen und die Wohner von diesem Land merken, dass sie sich verstärkt wieder in den Gewerkschaften mitorganisieren und können sagen, wenn wieder eine Krise kommt, ist hier dazu zu meiner Organisation, weil die hat wirklich gut für uns gekämpft. Und Solidarität jetzt erst recht. He? Und nicht einfach nur schnell während Corona. Jetzt braucht sie sie, und zwar von allen. Und das erwarte ich. Ich erwarte von der Politik, dass sie es unterstützen. Aber ich erwarte auch von meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, von meinen Miteinwohnenden in dieser Schweiz, dass sie merken, dass Fachleute für die Arbeit und Fachleute für die Bedingungen und Fachleute gerade in der Krise eigentlich mehr Gewerkschaften sind. Drei Themen, die die Wirtschaft in der Schweiz belasten. Erstens der Handelsstreit zwischen den USA und China, zweitens der Rahmenvertrag mit der EU und drittens der Brexit, hat man anfangs 2020 gemeint. Doch da, im März, ist er gekommen, der unsichtbare Feind, der Coronavirus. Und den hat mich ein Lockdown, wo ich vorher nicht gewusst habe, was das genau heisst, versetzt. Ich habe mir gesagt, ein technischer K.O. wie ein Boxer. Seitdem funktioniert nichts mehr, wie es vorher war. Die meisten arbeiten nicht mehr, sind daheim, Kurzarbeit. Aber es gibt gleich noch viele, die arbeiten. Und das sind die wichtigen Berufe, wie wir jetzt haben gemerkt. Aber wir verlieren die wichtigen Berufe. Wir reden von Pflegerinnen, die zwischen 3.500 bis 4.500 im Monat verdienen. Wir reden von Chauffeuren, die die Lebensmittel transportieren oder die Medikamente. Und die verdienen zwischen 4.000 und 4.500. Wir reden von Kita-Mitarbeiterinnen, wo die Kinder gleich müssen, betreuen für die Personen, die eben gegen arbeiten. Die verdienen zwischen 3.500 und 4.200 Franken. Und wir reden natürlich von den Kassiererinnen, die tagtäglich in der Kasse während der Krise jetzt für uns sind da gewesen, und die verdienen zwischen 3.700 bis 4.200 Franken. Wir haben es gelernt in der ganzen Krise. Es gibt also nicht nur systemrelevante Banken, es gibt auch systemrelevante Berufe. Und das erleben wir jetzt. Nur die systemrelevanten Berufe gegenüber den systemrelevanten Banken sind ganz klar miserabel gezahlt. Was braucht es denn also für die Zukunft, wenn wir mal unsere Krise haben? Wir brauchen ganz klar Massnahmen, die die Berufe, wo leider Gottes immer noch sehr stark frauenabhängig sind, endlich wertschätzt werden. Es braucht Massnahmen, und das sind gewerkschaftliche Massnahmen wie mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und eine Perspektive für die Zukunft. Doch neben dem, was brauchen wir, weil die Krise, die haben wir und die wird nicht nur noch beschäftigen. Jetzt kommen die Lockerungen und wir als Gewerkschaft werden gefordert sein, und da sind auch die Arbeitnehmer gefordert, dass die Kontrolle auf dem Arbeitsplatz intensiviert werden. Und die Behörden, die das müssen durchführen, das auch in dem Sinne so machen. Die jetzige Krise wird uns noch lange beschäftigen. Nicht ein paar Wochen, sehr wahrscheinlich nur ein paar Monate. Und was fordern wir jetzt mal ersten Schritt mit den ganzen Lockerungsmaßnahmen, die der Bundesrat jetzt entschieden hat? Wir fordern, dass die Kontrolle intensiviert werden. Intensiviert werden, auch zum Schutz der Mitarbeitenden. Wir fordern aber auch Firmen, die die Hohlhand gegenüber dem Staat machen, die wirklich Geld bekommen haben, dass sie zukünftig keine Entlassungen aussprechen können und auch die Dividenden, jedenfalls für dieses Jahr, nicht auszahlen. Denn eins ist klar, die Krise wird nicht auf dem Buckel der Arbeitnehmenden ausgedreht. Was ist wichtig? Wichtig ist, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Denn nur gemeinsam, und das wird jetzt die Krise so wieder zeigen, nur gemeinsam werden wir eine Chance haben. Solidarität, jetzt erst recht. Für mich war der 1. Mai immer ein Kampftag, ein Feiertag, ein Tag, wo wir auf der Strasse waren, wo wir uns selbstbewusst zeigen konnten, wir sind hier, wir vertreten unsere Ideen, wir stehen ein für Arbeitnehmende, für sozial Benachteiligte, für eine gesunde Umwelt, für gesunde Menschen. Der 1. Mai in Alten ist aber auch immer bei allen Kampfparolen ein Fest gewesen, das Kraft gegeben hat, Freude und Lust. Ein Treffen mit Kind und Kegel. Eine lange Tradition macht 2020 notgedrungen Pause. Aber der 1. Mai findet statt. Einfach nicht auf der Strasse und nicht in der Schützenhalle. Aber noch nie die jüngeren Vergangenheit hat sich gezeigt, wie wichtig eine Gesellschaft für eine Gesellschaft ist, dass sie für alle und nicht nur für wenige da ist. Dass sich die Gesellschaft, der Staat und die Allgemeinheit sorgt, einspringen kann, wenn es den Menschen oder eben ganzen Gruppen schlecht geht. Wie wichtig ein gutes soziales Netz ist und wie wichtig ein rasch entschlossenes staatliches Eingreifen für den Einzelnen, aber auch für die ganze Volkswirtschaft ist. Ohne das Eingreifen gäbe es von einem Tag auf den anderen massenhaft ruinierte Existenzen, Heerscharen von Arbeitslosen und eine kollabierende Volkswirtschaft. Der 1. Mai findet dieses Jahr leider so aktuell wie noch nie statt. Alles, was an diesem Staat typisch sozialdemokratisch ist, hilft uns jetzt, hilft den Menschen, hilft auch eben der Wirtschaft. Natürlich sollten auch die, die jetzt trotzdem durch Maschen fallen, auch denen müssten wir helfen. Mit dem Ausbruch der Corona-Krise hat es im Infrastruktur-SBB-Bereich auf vielen Baustellen Probleme gegeben. Mit uns als Gewerkschaft und mit unseren Mitgliedern haben wir dafür können sorgen, dass der Gesundheitsschutz auch zuerst kommt und nicht irgendwelche anderen Interessen. Aber nicht nur auf den Baustellen, auch in Betriebszentralen, in Rangierbahnhöfen, in den Planungen, überall hat es Fragen und Konflikte gegeben, was ist gefördert, was passiert jetzt bei meiner Arbeitszeit etc. Ich arbeite schon lange beim SIV und ich muss sagen, noch nie hat es unsere Arbeit gebraucht, so wichtig wie heute. Es zeigt sich, wie gut und wie wichtig eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist. Zusammen können wir etwas erreichen für alle. Für jeden und jede Einzelne. Wir sind für euch da, politisch und am Arbeitsplatz. Bleibt gesund, wir sehen uns wieder am 1. Mai 2021 in Olten.